Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Herzlich willkommen zu einem neuen parapsychologischen Video. Ja, heute haben wir euch zu einer Lungenheilanstalt mitgenommen, die ungefähr ein bisschen mehr als 120 Jahre alt ist. Die Geräusche, die ihr im Hintergrund hört, das ist momentan der Björn, den haben wir heute mit dabei. Sein Video verlinke ich euch natürlich dann wieder oben und auch natürlich unten. Und wir schauen uns heute diese Location an. Besonderheit an dieser Lungenheilklinik, Lungenheilanstalt war gewesen, dass hier nur Frauen behandelt wurden. Das war eine ganz besondere Sache, selbst in Kriegszeiten waren hier fast überwiegend Frauen, gibt fast keine Berichte von Männern. Das Gebäude ist wie gesagt relativ alt. Wir sind jetzt schon hier und hören verschiedenste Geräusche. Schwer zu sagen, woher die alle kommen. Wir vermuten, dass in der Nähe draußen irgendeiner eventuell feiert. Allerdings haben wir auch schon ein paar andere Geräusche, von denen wir nicht genau sagen können, woher die kommen. Und wir nehmen euch heute natürlich wieder mit und mal schauen, was wir so finden. Ich wünsche viel Spaß. Viel Spaß! So, falls hier jemand ist, wie gesagt, du darfst gerne mit uns kommunizieren, mit uns reden. Du darfst uns auch berühren. Was du aber nicht darfst, ist uns wehtun. Wir werden hier einige Geräte verwenden, in der Hoffnung, dass du da etwas besser mit uns kommunizieren kannst. Und schau mal, ich habe hier auch was Schönes mitgebracht. Das ist ein sehr, sehr hübsches Buch. Und ja, wenn du Lust hast, hier ist ein Stift. Kannst du uns gerne auch eine Notiz hinterlassen. Also wir gehen hier in den Raum. Wie ihr seht, ich habe die Thermalkamera. Da drüben ist dann der Jan. Der wird gleich den REM-Mast bedient. Und begleiten tut uns der Björn. Der ist hier drüben. Für uns gerade gegenseitig. Hi! Und ja, wenn wir diesen Raum sehen, warum haben wir uns für den entschieden? Das ist der in der Etage gefühlt beste Raum. Obwohl das auch schon sehr weit gefasst ist. Ihr seht, die ganze Struktur kommt schon runter, die Tapete, da hinten ist es feucht. Und verglichen mit dem letzten Mal, wo Björn hier war, ist hier schon einiges eingestürzt und im Boden liegt halt der ganze Abfall. Der Zustand ist deutlich schlechter. Ihr seht, hier sind auch solche Fenster, Jalousien, die draußen sind, aber die Bedienung natürlich innen. Ja, hier war mal die Elektrik. Ich zeige euch das noch ein bisschen genauer. Der Lichtschalter ist rausgebrochen oder rausgerissen. Die ganze Wand reißt hier entsprechend, weil man die Kabel rausgerissen hat wahrscheinlich, einen Riss auf. Und sobald das Interessante auf der Thermalkamera ist, das zu lernen, das war auch interessant, das meine ich jetzt nicht, so etwas Paranormales ist, gebe ich euch natürlich Bescheid und mache für euch die Aufnahme. Wir gehen jetzt gerade aus dem Raum raus, wo wir uns aufgebaut haben. Ihr seht, hier links geht es in die Freiheit. Ja. Gehen wir geradeaus? Machen wir den Rundgang? Oder wir machen erstmal einen Rundgang, genau. Wir gehen da geradeaus erstmal weiter. Ich zeige euch aber nach rechts hier der Gang, wo wir ein Intro gemacht haben. Jetzt sind wir ein bisschen dichter, schärf, kann ich es nicht komplett illuminieren. Und hier ist halt der Bereich, wo man so das meiste mit hört. Ja, eher so das die draußen die Terrasse quasi.
Seht von der Thermalkamera, sieht man halt top. Wie wir das von Lungenkliniken kennen, führt nach draußen ein Weg in einen offenen Bereich, wo man wahrscheinlich Patienten einfach hingesetzt hat, dass sie gut Luft bekommen. Während hier liegt halt überall Zeug im alten Schrank. Die Ausstattung ist relativ spartanisch, in dem was noch übrig ist. Björn, oder? Ich schätze mal, dass es Björn ist. Wahrscheinlich. Doch, da ist kein Licht. Ja, leuchtet mal in die Richtung, damit ihr mal seht, das ist dieser ganz, ganz langer Bereich, so bestimmt 10 bis 15 Meter. Einfach, wo die Patienten hier an große Fenster gestellt wurden und ja, dann hier in der frischen Luft waren. Das ist natürlich jetzt im Dunkeln nicht ganz so gut zu erkennen. Aber im Björn sein Tagvideo sieht man das ziemlich gut. Ich kann es euch auf der Thermalkamera zumindest zeigen. Da seht ihr den Jan. Aber eigentlich, was ich euch zeigen wollte, waren die Fenster. Oh ja, hier sind auch die großen Jalousien einfach runtergekommen. Ja, mit denen das noch verschlossen wurde. Wir gehen jetzt mal in den ersten Abschnitt hier rein. Kurzer Thermalscan. Das ist schon krass runtergekommen hier. Oder ja. Das war sogar ein angespültes Waschbecken. Ne? Ja, so richtig hübsch. Lila angespült war das. Mhm. Guck mal, da hat ein Loch so weit reingetreten, das geht bis in den Nebenraum, oder? Also man hört hier dauernd Geräusche und Stimmen. Ich kann nur nicht 100% sagen, woher die kommen. Ich hätte jetzt gesagt, eigentlich hat sich das jetzt gerade angehört, als wäre das überhaupt. Ja, das würde ich auch sagen. Es klang wie, als wäre es rechts und oben ein bisschen. Mhm. Hier brauche ich gar nicht reinhalten. Obwohl, auch. Oh, schön am Pelz. Natürlich nicht. So. Gut, jetzt sind wir wieder hier auf dem Flurgang. Ja? Genau. Jetzt gehen wir hier rein, schließlich. Würde ich vorschlagen, ja. Ja, das war, weil Jan durch die enge Passage hier gegangen ist. Und ihr seht auch hier überall Tapete auf dem Boden, Schutt, die Wand kommt nach und nach runter, zumindest der Putz. Ja. Ja, da hinten, das sieht auch fast schon mutwillig aus hier. Ah, hier. Seht mal, das ist ja total cool. Die Steuerkonsole wahrscheinlich, um die Schwestern zu rufen, da ist sogar noch ein Bild drauf von einer alten Schwester wie eine Nonne. Damit ihr das mal seht, schaut mal überall der Schimmel. Vielleicht sogar Algen, bin mir auch nicht ganz sicher. Moos. Ja, ich habe auch schon Algen am Gebäude bei der RUB gehabt. Mhm. Also ihr seht, durch die Nässe, die zut nach und nach das Mauerwerk zerfressen. Das kommt ja alles irgendwann runter. Hoffentlich werden wir nicht drunter stehen. Okay, ja, danke schön. Ja, halt. Oder bis zum anderen Tag, vielleicht jetzt schon. Ja, ansonsten nichts Besonderes in das für Freiluftbereich hier. Da drin gehen wir gleich rein. Hier vorne stand es in der Sackgasse. Hier seht ihr auf dem Boden, hier kommt haufenweise Nässe runter. Ja, das ist immer das Laute, wenn es da drauf klopft oder so. Wahrscheinlich. Ja, das war ich? Ja. Ja. So, das ist der Bereich, wo wir unser Geisterbuch abgelegt haben. Ich mache mal einen Rundumblick für euch. Natürlich überall Graffiti, wie sich das für ein Lost Place gehört. Das ist immer das Erste, was hier von uns reingeht. Ja, hab ich gehört. War minimal.
Wo wart ihr? War jetzt schon da hinten? Wir waren hier komplett, wir müssen jetzt nach oben nach unten gehen. Okay, ich mach nochmal einen kleinen Thermalschwenk für euch. So, sind wir nochmal? Hier war der Björn schon mit dem Jan. Nur gucken, ob hier irgendwas Thermales ist. Nicht wundern, die Gestalt bin ich. Das sind Fliesen, die reflektieren die IR-Strahlung. Kleiner Lagerschrank mal gewesen wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, der Verfall ist überall zu sehen. Ja, übrigens, in der Toilette hatte ich so ein bisschen Ausschlag, aber nicht mehr als zwei. Okay. Dauerhaft oder? Ne, immer wieder sporadisch. Ich habe mich halt... Ja. Ich glaube, ich habe was gehört gerade. Ja, ich auch. Weiß auch nicht, ob es ein Vogelfleisch war. Ja, das klang ja wie so ein Hauchen. Aber ja, ich habe da so... Oh. Ich hätte es schon wieder gesagt, Sprühdose. Und es riecht auch schon wieder. Sporadisch. Hallo? Aber die hätten uns mittlerweile längst gemerkt und wären weg, oder? Ja, eigentlich schon. Komisch. Aber das war so ein Pfft. Ja, ich habe auch sowas gehört. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher. Soll ich vorgehen, oder? Schreite draußen, 100%. Von dem Weg. Fällt mir jetzt gut. Gerade drei Stück. Das ist schon schlurft. Lass mich mal wieder Thermal hoch. Geh mal die Treppe weiter. Ja. Ja, die Treppe ist schon ein Abenteuer. Können. Ich habe halt draußen die Schritte gehört, so sprich, die schlurfen fast schon. Aber auch nicht viele. Ich habe gar nichts hier, leider. Nicht mehr Tiere. Also der Raum da, der sieht schon, da würde ich nicht mehr reingehen. Nee, da gehen wir auch nicht rein. Ich wusste auch kaum wie. Da ist auch runtergekommen, da gehen wir auch nicht rein. Vor allem, wenn der Balken noch weiter runterkommt, so wie der jetzt ist, habe ich den gleichen Kopf. Naja, das habe ich ja gesagt. Die Etage hier können wir noch machen und dann hier darüber auch, ist hier aber ist Ende. Alles zu, also. Aber nicht in Nebenräumen wie die hier. Wahnsinn. Oder oben ist auch schon noch ordentlich. Also ihr seht, ist schon ordentlich. Marode. So, das würde einer der Gänge, wo ich behaupte, dass wir Monitoring machen werden. Schätze ich einmal Monitoring. Aber wo genau wir das machen, kann ich jetzt noch mit Sicherheit nicht sagen. Alle bin in jedem drin gewesen. Okay, also die, wo nicht schon die Decke durchgekommen ist, ne? Ich sage halt, hier unten habe ich mich komplett überall mal bewegt. Okay. Hast du auch nicht mehr so nachgibt, ja? Ich hab's mal gekommen, aber so. Von da oben da ist auch schon. Alter, die Wand ist ja fast hohl. Guck mal, die sind ja, nur eine Verkleidung. Krass. Ja, gehen wir mal rein. Da oben kommt's auch durch. Ja. Aber ansonsten, jede Etage ist mehr oder weniger baugleich, was ja Sinn ergibt. Da ist der Schallraum gekommen. Das macht auch jetzt die Rangkette so ein bisschen, aber ist nicht. Aber da draußen warst du auch Pern, oder? Mhm. Naja. Oh ja, schaut mal, Leute.
Also aus letzter Aussicht. Die Decke ist offen. Alter, das ist krass. Das ganze, eine ganze hohe Fassade ist runtergekommen. Hier wächst ein Baum. Ja. Aber hier ist auch noch, genau. Der wird die Integrität natürlich auch nicht gerade verbessern. Aber ansonsten eigentlich alles baugleich hier. Das ist was Lebendiges im Messen. Ja. Ja, ich geh da mal rein. Was war? Ich hab noch nach oben geguckt und meinte, ich geh da mal wieder rein. Ja, wie gesagt, räumlich ist ja auch vieles oder alles mehr oder weniger leer. Überrascht jetzt eher weniger. Da hinten waren wir gerade. Aus der Richtung kamen wir. Ich sag mal, Jan, ich finde, der Boden gibt hier nach. Ja, ein bisschen habe ich auch bald gemerkt. Björn? Wo bist du? Von hier kam gerade. Psst. Von hier. Ich habe von hier gehört. Ich hab irgendwas gehört, aber das war wahrscheinlich Björn, was ich gehört habe. Nee, ich habe gehört, dass von hier einer sagte, als wir geredet haben. Psst. Oder irgendwie so. Psst. Oder sowas. Und dachte ich mir, das ist Björn, der hat was gehört, deswegen gehe ich mal hier hin. Nee, ich hatte was gehört, das war Björns Stimme. Ich gehört aber definitiv Björns Stimme. Ah. Drohne? Nee. Doch. Eine Hornisse. Ja. Eine Biodrohne. Also den Ausschlag, der war gerade. Hast du den draufeckigen Ausschlag? Ja, klar. Der war komisch, ich habe nichts gemacht. Nee, du standst ganz leer. Nee, ich hatte was gehört, das warst aber mit Sicherheit du gewesen. Ich habe aber nichts gesagt. Also pass auf. Du hast gar nicht geredet? Ich habe draußen, ich habe gefilmt, ich habe nichts gemacht. Ach, du hast dabei nichts gesagt? Nein. Hey, stopp, du hast mir auch reden hören, oder? Ey, wirklich, ohne Witz, mehrere Worte. Nee, ey, ohne Witz. Ich hab für Instagram draußen gerade eine Story aufgenommen und hab kein Wort gesagt dabei. Ey, pass auf, wir standen hier, ja? Ich denke, das hat man auf die Kamera drauf, ich hab's ja an. Entschuldigung, mach erst mal fertig. Warte, eben speichern? Ich war sogar drin. Ich war drin und Jan stand da drüben, genau. Ja. Genau, hier stand ich. So. Und dann habe ich was gehört, das klang wie deine Stimme, wo ich aber sagte, kann eigentlich gar nicht sein, klang wie als käme es von da. Ja? Ich stand draußen auf der Terrasse. Habe ich mitgekriegt. So, ich habe mir dabei erstmal nichts gedacht. Habe Jan aber angeschaut und wollte sagen, Björn. Dann sagte Jan, da war aber noch was anderes. Ich ging mir zu dem Raum daneben zum Treppenhaus und meinte, er hat gehört. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass ich dich gehört habe, sogar mehrere Worte, mindestens zwei Sätze. Ich habe kein Wort gesagt, bis auf wo ich meinen Namen gehört habe, habe ich gesagt, ja. Ja. Hallo? Björn? Wo bist du? War das jetzt vorhin noch Zufall gewesen, dass beim Jan das Gerät da vollen Ausschlag hatte? Nein, vollen Schlag nicht, es war ein kleiner Ausschlag. Aber es war kein Zufall.
Alter, was war das denn? Hä? Was war? Hat einer gerade mit gelesen? Nein. Okay. Alter, was war das denn? Hä? Was war? Hat einer gerade mit geredet? Nein. Okay. Vorgehört. Scheint so. Fünf dann von unten nach oben, und wir da runtergeiern. Was immer das hier mal war, ja, vielleicht mal Alarmanlage. Nee, das ist einfach nur von der baulichen Art so. So Leute, es geht jetzt ab in den Keller. Björn und Jan sind schon unten. Die Treppe sieht hier auch toll aus, allerdings ein bisschen. Viel tiefer können wir nicht fallen. Alter Junge, was ist denn hier? Schwere Tür, da war mein Licht. Rohrgewitter hier. Das hinter dir sieht oder hinter uns sieht viel schlimmer aus. Wand. Überall fließen. Die Thermalkamera kann ich ähnlich effektiv einsetzen. Hier oben seht ihr auch, wo schon eine Decke rausgebrochen ist, die mal verkleidet war. Das ganze Innenleben. Feuerlöschleitung war mal hier. Ja, scheint so, genau. Da ist nichts. Da ist nichts, oder? Du hast auch den Kopf gekrutzelt. Kannst du ja gerne mal reingehen, wenn nee, ach, ich glaub's dir doch. Aber da ist nichts. Ja, das ist schon sehr zerfallen. Hier riecht's richtig schäbig. Ja, das waren ja auch mal wahrscheinlich Badraum. Ja, das war der Wellnessbereich. Ach, der Wellnessbereich, okay, für die Pflege und so. Hm. Oh. Ja, das riecht jetzt definitiv nach alter Tapete. Wand. Bier. So. Ja, jetzt sehe ich da eine Badewanne. Loch. Thermalbild kann ich euch gerade nicht zeigen. Ich zeige euch mal warum. Ich zeige euch permanent uns. Schaut euch mal die Lichtschalter hier an. Die sind schon lange nicht mehr so gebaut. Diese kleinen Geräusche waren wir. Auch hier wieder, falls jemand hier ist, der mit uns reden möchte, kannst du sehr gerne machen. Wir sind da genau dafür hier. Bei mir. Was ist das hier? Kann man da reingehen? Ja, bestimmt. Warum sollte man nicht? Denkst du, da kommt die Decke durch? Oder? Ja, das war die Frage. Hier liegt auf jeden Fall eine Maske rum. Ja, der Raum ist auch schon ein bisschen I, ne? Vor allem der Bereich ist ja komisch, guck mal. Nochmal extra so abgesperrt. Ja, hier ist das ein Duschnischen. Das bin ich, das bin ich. Aber hier. Ah, cool. Ich führe eine Leiter hoch. Wahrscheinlich früher mal raus. Da sieht man aber nicht so stabil aus. Das ist aber aus Eisen, sollte halten. Du holst mich da unten wieder raus. Ich gehe auch vor. Okay. Bin ich. Hier war mal ein Schaltkasten, der hat wahrscheinlich die Hauptelektronik geregelt. Das ist Ecki. Der ist zu nah dran. Das ist Björn, meins. Ja, aber das Geräusch, was ich hörte, war Björn. Aber deswegen, ich glaube nicht, dass mir runterstürzelt. Vielleicht sollten wir nicht alle an derselben Stelle stehen. Ventile, hier wurde das ganze Wasser geregelt. Aber und es ist ein Generator dran. Ah! Ja. Ja, Öl, du hast recht. Die Geräusche sind ja gerade alle wir. Puh, der Ölgestank wird hier noch schlimmer.
Oh, hier kann ich auch so mal die Thermalkamera wieder mal benutzen. Und hier mal durch. Alter. Okay. Das sieht aus wie so ein alter Kriechboden, so ein Zwischenboden. Also wenn ich mich da irgendwo verstecken wollen würde, würde ich mich da hinten drin verstecken. Was das hier ist, das ist der Ofen, ist nur die Heizung. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein RAL RG 116 Tankhöhe, das ist ein Tank. Also wahrscheinlich kommt das... Oh, da oben kannst du reinkriechen. Macht natürlich nicht. Nee. Kommt doch, da oben kannst du mal rein. Ja, nee, ich sage nee, ich will da nicht rein. Kopf mal an, vielleicht kommt das raus. Okay, ihr könnt sicher sein, wenn irgendein Geräusch jemand macht, da in dem Ding, dass wir das durch wahrscheinlich die halbe Stadt hören. Wenn einer mit uns reden möchte, kannst du das auch gerne wiederholen. Dein, die Lampe ist leer. Die habe ich gerade frisch genommen. Das ist jetzt 1, 2, 3, die 4, dritte, die leer ist. Die habe ich gerade frisch geholt. Ich weiß. Nicht, dass du meine Leere genommen hast? Nee, nee, nee. Wo hast du die reingemacht? Ich erinnere mich nicht mehr. Bei mir in der Gürteltasche hier? Nee. Ja, dann. Da hast du natürlich nicht. Ja, die Lampe ist wieder leer. Hätte ich gerade geholt. Die ist vielleicht, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder was am Leuchten? Nächste Lampe? Ja. Also die Lampen leeren sich ja ganz schön schnell. Das kann nicht mal in dem Metall liegen. Nebenbei sieht man auch ganz gut, dass das Metall nicht nah genug ist, dass der RAM Master drauf reagiert. Ja. Sollte man vielleicht mal erwähnen. Wow. Ja. Ich dachte, ich bilde mir das ein, aber. Durch diese Tür hier? Ja, der Kratzer ist erleichtert. Genau. Wir standen an der Tür. Aus diesem Bereich hier kommen verschiedenste Knack-Klopf-Tropfgeräusche. Das Tropfen habe ich gerade auch gehört. Was aber auch komisch ist, das hat hier so nachgelassen mit der Bausubstanz. Wir hatten hier, und ich bin mir ziemlich sicher, in den ganzen Fenstern, die jetzt hier offen sind, du guckst ja jetzt hier in den Wald rein, ne? Ich bin mir ganz sicher, dass da noch... Ist das Joghurt? Ja, jeden Schritt im Wald. Ja. Nee, Alter, da links. Hier ist was los. Oh Leute, und es wird kalt und windig. Nee, das ist nicht viel. Das gibt's nicht. Und ich sag gerade noch, das ist nicht viel. Und dann. Ja, was wir gerade machen, wir gehen zu UV-Dampfen das hier ab, um zu schauen, ob irgendetwas reagiert. Ja, gut, bei der Tür zum Beispiel, ob das natürlich nur Graffiti, das UV-reaktiv ist. Weil. Ja. Es wird halt nachgesagt, dass manchmal Entitäten UV-Sprung hinterlassen. Wie eine Abwolke zum Beispiel oder sowas. Haben wir eine Abwolke. Oh, da war Graffiti drauf, das ist gerade natürlich toll. Ja. Wenn ich jetzt guck, das siehst du auch genau, wo es hingehört. Kannst du puzzeln. Ja, auch, ja. Kannst du puzzeln. Ja, wirklich. Mach nochmal auf den Boden einmal. Ja. Genau, das ist abgebröckelt von der Wand, was am Leuchten ist. Und von da kommt's, ja. Bis darüber. Ja. Hier links auch nochmal, ne? Ja. Mhm. Ja, nur hier siehst du schön, dass es von der Wand abgefallen ist und jetzt auf dem Boden liegt. Aber hier hat jemand versucht, das ist das Siegel des Baphomet. Genau. Satanistisches Beschwörungssymbol. Ja, das hatte ich vorhin schon gesagt, als wir das letzte Mal hier waren, waren die Tische hier eher so aufgebaut.
hell. Da war ein rotes Bettlaken drauf, Kerzen drauf und dann weißt du auch ungefähr, was sie hier gemacht haben. Ne? Hältst du das für möglich, dass dadurch, dass man hier provoziert, was zu machen, dass tatsächlich was aufgewirbelt wird quasi, dass sich irgendwas bemerkbar macht, weil sich das gestört fühlt, beziehungsweise wenn die jetzt versuchen, hier irgendwie dunkle Messen abzuhalten, dass dadurch dann eventuell auch irgendwo ein bisschen Bewegung reinkommt? Ja, sowas kann durchaus passieren. Also es kommt immer an, welchen Theorien man folgt. Man weiß ja nicht, was richtig ist und was nicht für die Theorien. Es gibt aber durchaus einige glaubwürdige Berichte, wo verschiedene Rituale, nicht nur Siegel des Baphomet, ist ja nur ein Beispiel, durchgeführt wurden und dann Aktivität kam. Jetzt kann man darüber diskutieren, sehen die jetzt aufgescheucht wurden oder tatsächlich irgendwelche Wesen aus der Hölle, sofern man an diese glaubt natürlich. Ne? Klar, wenn es ein Satanist ist, der das macht oder ein Jugend, das ist nicht das Werk von einem Satanisten, das ist ein Jugendlicher, der sich einen Scherz erlaubt hat. Ja, ja. Fand. Zumindest ist es extrem unprofessionell. aber ja, es gibt dann auch Berichte, Quiabo zum Beispiel ist das, was als Spielzeug verkauft wird. Und die sagen, 99% der Fälle passiert nichts, 1% passiert richtige Scheiße. Und das kann genauso mit so einem Ritual passieren. Aber das, wenn das jetzt vor Wochen, Monaten hier gemacht wurde, dass jetzt hier noch Nachwehen sind, das oder? Könnte noch. Ja? Also, okay. Die Theorie ist von Leuten, die an diese Beschwörung glauben, dass sie noch total öffnen. Stell dir vor, hier erkläre ich das mal einfach. Also, es kommt bei mir ein Theorievideo, es dauert auch mal eine Weile. Wir leben in einer vierdimensionalen Welt. Drei räumliche, Länge, Breite, Höhe. Und die vierte Dimension ist Licht, die auch die Zeit determiniert. So, rein rechnerisch gibt es aber 10 Dimensionen. Das ist physikalisch auch anerkannt. Nur stell dir mal vor, du hast einen Würfel, das ist ja ein dreidimensionales Objekt. Und du erweiterst das an jeder Ecke um eine Kantenlänge. Jetzt mal eine Frage an dich, wenn du dir das vorstellst. Sagen wir, wie hoch ändert sich das Volumen, das theoretisch, wenn der Würfel voll wäre und du den an jeder Kante verlängerst, um dieselbe Länge? Nur die Fläche nach dahin oder auch die Fläche, der Hohlraum, jeder, der dann entsteht, von, dazwischen? Von jeder Ecke siehst du, wie die Senkrechte des Würfels ist, nach außen und verbindest diese Ecken miteinander. Ja, also auch die Lücken füllen, die dann oben entstehen. Ja. Das ist ja so in einem Tesserakt. Okay. Der ist so theoretisch mathematisch. Ja, würde ich jetzt versuchen, logisch zu errechnen, aber das wird wahrscheinlich zu lange dauern. Das ist sechsfache. Sechsfach. Ja, weil du hast 6 Flächen am Würfel. Wenn du 6-mal erweiterst, dann hast du quasi 6 Würfel dran gepackt. Ja, genau. Die trapezförmig sind aber. Richtig. So, weil das ist ja nur, wenn du es von 3 räumlich auf 4 räumlich erweiterst. Erweiterst du das aus 10, hast du quasi 6 hoch 10 minus 3, also 6 hoch 7 mögliche Dimensionen. Okay. So, und die Idee ist halt, auch wenn das physikalisch von den Leuten nicht so begründet wird, die Idee ist halt, dass ein Portal zu so einer anderen Dimension geöffnet wird und dann Entitäten übertreten können. Und wenn das halt möglich wäre, dann wäre hier halt dauerhaft Party, solange das Ding offen ist. Ja. Wie eine Tür. Wenn du die auflässt, dann hast du keine Befriedung und darfst rein. Gutes Stichwort. Ja, wenn du willst, kannst du die Kamera aufstellen, dann kann die Gang hier runter tun. Ja. Steht doch schon hier, muss nur hinstellen, aufklappen. So, ich erkläre mal eben ganz kurz. Das sind im Prinzip in Reihe geschaltete kleine Paralights, die jetzt bei elektromagnetischer Strahlung anfangen würden, die Farbe zu wechseln bzw. zu blinken. Trifft aber wirklich genau. Ja, wenn die Lichtschranke durchbrochen wird, dann
versuche Kontakt aufzunehmen als Arzt, in der Hoffnung, dass man dann vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen hat. Okay. Jan hat den Rem. Ach, da hat er den. Da. Weil zwei leere Lampen quasi. Ja, also den F-Punkt, mit dem er ein bisschen Energie ins Gebäude pumpt. Und ja, wenn da nichts passiert, kann man auch nicht weiter. Okay. Ja, gut. Ja, und ich habe halt die Ghostbox noch mit der. Ich hoffe, jetzt war Kommunikation vielleicht anzufangen. Okay. Jetzt gehen wir weiter. Wolltest du in den Raum reingucken? Ja. Hier, schönen guten Tag, na? Wie geht es Ihnen denn hier? Fällt Ihnen denn die Aussicht, die schöne frische Luft? Wie fühlen Sie sich heute? Ist es langsam besser? Die Kamera ist von hier. Ah, hier bin ich immer so gern. Tut Ihnen die frische Luft denn gut? Sind Sie auch gerne hier? So, schauen wir mal hier rein. Schönen guten Tag. Na, wie geht es Ihnen denn? Meines Namens nebenbei heraus. Möchten Sie mir etwas sagen?
Damit sind wir beim Ende der heutigen Untersuchung angelangt. Wir haben hier ein bisschen was erlebt, vor allem von der Geräuschkulisse. Ein paar Sachen, die sehr spannend waren, zum Beispiel, dass wir nicht beide den Pion gehört haben, der aber nachweislich nicht gesprochen hat. Das ist natürlich ganz spannend. Da hatten wir auch ein paar andere Stimmen und Schritte gehört, wie als wenn jemand hier gleich reinkommen wolle. Auch teilweise mit Rascheln manchmal, manchmal nicht. Haben aber bisher nichts gesehen. Eventuell haben wir auch ein paar Parallels. Ihr habt das jetzt schon gesehen, im Videoschnitt. Ich und Jan müssen uns das natürlich erstmal noch anschauen. Ansonsten war es aber insgesamt relativ ruhig. Auf dem Thermalbild war nichts, auf der Kinect. Zumindest nicht in dem Moment, wo wir selber drauf geschaut haben. Ja, mal schauen, was am Ende rausgekommen ist. Ich bin selbst auf die Auswertung gespannt. Wir fanden es hier ganz interessant, auch wenn es sehr stark verfallen ist. Deswegen tschüss und bis zur Auswertung gleich, ne? Tschö, tschö. Willkommen zur Nachbesprechung. Ja, von Anfang an hatten wir bei dem Gebäude zwar kein schlechtes Gefühl in dem Sinne, aber hat immer Rascheln gehört, Schritte, Stimmen und jetzt werden die Leute sagen, hey Leute, da draußen herum war überall Wald, klar sind da Geräusche. Habt ihr natürlich recht, keine Frage. Und vieles davon werden bestimmt auch tatsächlich Tiere etc. gewesen sein. Es gab aber halt ein paar Momente, wo man wirklich so 4, 5, 6 schlurfende Schritte am Stück gehört hat, wo es Unterholz teilweise raschelte, wo auch der Björn komisch geguckt hat und er ist ja auch viel unterwegs, das heißt, ihm sind auch normale Tiergeräusche nicht fremd. Von daher, ob das jetzt wirklich alles Tiere waren, schwer zu sagen. Und es liegt auch nicht richtig in dem Wald, das sah oder sieht von außen, vielleicht so aus drumherum ist natürlich Wald, sagen wir so ein Radius von 200 Metern. Mindestens, je nachdem, wo man schaut. Wenn man von dem Gebäude oben rausschaut, sieht man auch eine Straße. Also es ist auch nicht wirklich so krass in der Natur gelegen, dass da richtig viel Wildtiere unterwegs sind. Natürlich, ein paar werden zu lesen sein. Und wir haben ja auch dann entsprechend auch ein paar Aufnahmen gehabt, wo wir da etwas verifizieren können. Der Auswertung rausgenommen habe ich großteils, wo wir wirklich so Geräusche von Schritten, Rascheln etc. haben, wo ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen konnte, dass es nicht doch vielleicht wir waren. Und deswegen seht ihr da deutlich weniger. Ja, was haben wir denn jetzt? Ja, ganz provenient haben wir natürlich das Nein im Wind. Dann dieses, nenne ich es mal, Hauchen, als Jan direkt vor der Kamera stand. Und was natürlich ganz beeindruckend ist, diese lateinische Satzfolge, die ich euch eingeblendet habe, wo wir dachten zuerst, das wäre Björn, aber bei der genaueren Analyse festgestellt haben, klingt doch eher wie ich. Und wie ihr im Video gesehen habt, in dem Moment habe ich nichts gesagt, der Björn hat nichts gesagt, der Jan hat kurz später drauf was gesagt, weil er was gehört hat. Und wir waren ganz überrascht, dass es nicht Björn war. Ich meine, wir waren in dem Moment auch schon überrascht, weil wir Björn an einem ganz anderen Ort vermutet hatten, als er tatsächlich war. Ich hatte zwar gedacht, okay, der ist auf der Terrasse, auf einer Stimme gesagt, okay, er ist da gerade im Treppenhaus, seltsam, wie ist er hingekommen, ohne dass wir es bemerkt haben, aber egal. Und ja, diese vier Worte, die ich euch im Video auch ein bisschen versucht habe, deutlicher zu machen, habe ich zuerst am Anfang auch gar nicht erkannt. Es klang für mich ein bisschen wie Latein, aber habe mir dabei erst noch gar nicht so viel gedacht. Klang ein bisschen wie Rubbish, wie man so schön sagt. Ich habe es dann mal rückwärts abgespielt, weil manchmal werden Sachen auch verkehrt mal aufgenommen. Also nicht durch die Kamera, sondern erst wenn man sie rückwärts abspielt, werden klare Worte draus. Aber auch das war nicht der Fall gewesen. Erst als ich dann nachträglich einen Übersetzer gegeben habe, kam mir dann eine, naja, halbwegs sinnvolle Übersetzung raus. Und die einzuordnen ist auch nicht so einfach. Interessanter Fakt, während wir dann bei dem Videoausschnitt noch ja dann zu dem Treppenhaus wieder gingen, meine ich leise im Hintergrund nochmal ein paar Worte zu hören. Und ich glaube, das sind nochmal die vier selben Worte in derselben Tonfolge. Kann ich allerdings mit Sicherheit nicht sagen, da haben Jan und ich das übertönt. Ja, aber wie sind diese einzuordnen? Kann verschieden sein. Also der Björn hat ja schon mal gesagt, dass er, als er damals da war, so eine Art Altar dort gefunden hatte. Also ja, eine Art primitiver Altar, nennen wir es mal so. Und dass da vielleicht eine dunkle Messe abgehalten wurde. Wir hatten an der Wand ja das Siegel des Baphomet in sehr simpler Form, nicht professionell gemacht. Und satanistische Rituale werden in der Regel auch auf Latein abgehalten. Allerdings würde die Übersetzung mit den Bäumen und dem Herz eher auf einen natürlichen Kontext hinweisen. Das heißt, die Frage, haben wir vielleicht jemanden hier aufgenommen, der tatsächlich mal unterwegs war und eine lateinische Sprache da gesprochen hat? Auch nicht ganz so plausibel. Klar, die Fachsprache
im ärztlichen Bereich ist. Eine Mischung aus Latein und Altgriechisch meistens, je nachdem, wie man schaut. Aber trotzdem würde man so eine Satzfolge als Arzt oder als Mediziner nicht benutzen. Und im Fließen der Sprache wird es trotzdem nicht verwendet. Was bleibt noch? Könnte ein Wicca-Ritual sein. Also Wicca, der, ich sage, moderne Hexenkult, bitte jetzt nicht so negativ. Ja, Hexen sind negativ konnotiert, deswegen wollen die auch lieber Wicca genannt werden, berechtigterweise. Und die sind ja sehr naturverbunden. Also das ist ja eher so ein Naturglaube, nenne ich das jetzt mal ein bisschen. Und die haben auch die, zum Beispiel die Urmutter. Das ist so eine alte Göttin, die so ein bisschen mit Gaia vergleichbar ist, sage ich mal. Gaia, denke ich, ist eher so bekannt, eine Naturgöttin, so ein bisschen Schaffung des Lebens und so. Und eventuell war das irgendein Satz aus einem Wicca-Ritual gewesen, das vielleicht mal eine Gruppe dort gemacht hat. Und vielleicht ist die Energie dort gespeichert. Nun, weil irgendwie, ja, es doch sehr emotional war oder es sich irgendwie gebunden hat. Wie gesagt, der natürliche Kontext würde durchaus dafür sprechen. Allerdings findet man hier keine anderen Symbole. Siegel des Baphomet ist eindeutig satanistisch. Ja, die Wicca arbeiten auch mit Ritualsymbolen, mit Runen. Aber in der Regel wird das Pentagramm sehr selten verwendet. Das Pentagramm im Wicca müsste auch mit der Spitze nach oben zeigen und nicht die anderen Seiten wie das Siegel des Baphomet, wo die Hörner sozusagen nach oben stehen, die Spitze nach unten. Das Pentagramm wird, wie gesagt, in Wicca aber auch verwendet, wie gesagt, nur anders. Und da steht es für die fünf Elemente. Ja, die Wicca glauben an fünf Elemente, die vier, die wir kennen, Feuer, Wasser, Wind, Erde. Und das fünfte ist Äther. Und Äther ist so der Bereich der Parapsychologie. Äther ist schwer zu definieren. Im Glaube der Wicca ist das eine Art mentale, geistige Energie, die durch alles fließt, die uns so ein bisschen miteinander alle verbindet. Wissenschaftler würde vielleicht sagen, so eine Art kollektives Unterbewusstsein zwischen allem, was lebt. Also eine Art, nehmen wir es mal, Lebensenergie auf mentaler Ebene. Das würde natürlich in dem Kontext wieder gut passen. Aber wie gesagt, mit Sicherheit sagen wir, können wir das nicht. Aber die Aufnahme war schon spannend. Ja, ansonsten hatten wir nicht so viel gehabt. Die kleinen Ausschläge, die wir hatten auf dem RAM-Master, das eine, was im Kontext mit der Sache stand, dass wir die Worte gehört haben, ist natürlich durchaus gut zu werden. Die anderen kleinen, die wir hatten, waren jetzt nicht so aussagekräftig. Der Björn hatte das K2 auf Stufe 3 gehabt, also bei ungefähr 5 Milligauss, sagt man so, 2,5 bis 5 Milligauss. Das war durchaus noch interessant, der war schon stärker. Allerdings haben wir dann ja auch das Monitoring mit den Paralytes dort vor Ort gemacht und die sind nicht wieder angeschlagen. Allerdings war das auch der Moment, als es so ein bisschen abflaute. Da haben auch in dem Moment die ganzen Geräusche mehr oder weniger abgenommen. Also es war wirklich so, wir haben es aufgebaut, die ersten eine Stunde, der zweiten Stunde waren wir so ein bisschen unterwegs gewesen, kam dann das OG rein und ab da flaute es dann relativ stark ab, die anderen Stunden, die wir noch da waren. Vielleicht hat die Energie sich direkt sozusagen einfach verbraucht. Obwohl natürlich ein bisschen dagegen spricht, wir haben noch schon lange nicht mehr so einen Energieverlust gehabt. Also wir haben unsere 6 Lampen komplett fast leer gemacht. Eine hat am Ende noch schätzungsweise ungefähr die Hälfte. Der Riesenakku der Sony-Kamera war leer, das ist auch erstaunlich. Der hält 10 bis 12 Stunden normalerweise am Stück. Björn, sein einer Akku war auch sofort leer. Meine Kopflampe war wirklich am Anfang schon leer, wo ich damit nicht mittlerweile sicher bin, ob das ein technischer Defekt war, wo sie jetzt wieder funktioniert. Komisch. Aber gut, das wäre zu krass gewesen, der schnelle Energieentzug. Also auf jeden Fall hatten wir aber recht viel Energie am Anfang schon verloren. Und vielleicht hat diese Energie sich tatsächlich zu den Stimmen umgeformt. Allerdings konnten wir jetzt nicht so wirklich verstehen, was sie uns mitteilen wollten. Trotz, dass ich auch natürlich am Ende noch als Doktor in Anführungszeichen rumgegangen bin, um vielleicht so ein bisschen Vertrauensverhältnis aufzubauen zu etwaigen Patienten, kam mir leider dann nichts mehr. Ja, wie sieht es jetzt also aus mit dem Parascore? Da wir den pro Stunde, also als Stunde mit höchster Aktivität definieren, ist natürlich nicht alles mit reingeflossen. Ich habe aber jetzt in der Bewertung diese Sache mit den mehreren Worten tatsächlich in Kombination mit dem RAM-Master mit 3 Punkten angesetzt. Und durch die anderen kleinen Worte und so haben wir einen Parascore von ungefähr 5 bis 6. Das heißt, in dem Bereich, wo wir jetzt noch sagen, Moment, hier sind durchaus Dinge passiert, die sollte man nicht
außer Acht lassen, aber noch unter 10, wo man sagen muss, wir können auch nicht mit Garantie sagen, dass es sich hier um einen richtigen Spuk handelt. Es ist noch in so einem Schwebezustand, wo man sagt, okay, hier muss man schauen, würde sich diese Aktivität noch einmal wiederholen oder waren das nur zufällig aufgefangene Sachen? Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat und dass ihr natürlich auch wieder dabei seid, wenn wir uns auf andere Untersuchungen begeben. Und natürlich, wie immer verlinkt, sind auch die Gerätevideos sowie die Videos zu den Theorien, die jetzt so nach und nach kommen, wo jetzt erstmal so ein bisschen noch ein paar Gerätevideos folgen, die ich jetzt noch gedreht habe, weil doch noch ein paar dazugekommen sind und ich euch nicht ohne Erklärung mit denen lassen möchte. Und ja, bis dahin sage ich viel Spaß bei den anderen Videos. Danke fürs Zuschauen und macht's nicht gut, macht's besser. Tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.